Moin Dirk, schön, dass es klappt heute. Sebastian, wollen wir Weizen dreschen, nicht? Ja, sehr schön. Sebastian, ist startbereit? Ja, legen wir los. Henning, wir sind mit der Weizenernte bei dir jetzt gestartet. Wie viel Weizen hast du dieses Jahr insgesamt? 70 Hektar. Und ihr bewirtschaftet ja noch mehr Fläche. Ja, aber wir bewirtschaften 190 Hektar. Wir arbeiten für euch ja in der Getreideernte, in der Strohernte, in der Maisernte. Wofür braucht ihr zu dem Getreide noch Stroh und Mais? Der Mais wird an die Kühe verfüttert und an die Biogasanlage. Und das Stroh brauchen wir auch für die Kühe und auch zum Füttern der Biogasanlage. Dirk, in Zukunft können wir auch weiter auf eure Dienstleistung setzen? Ja, für uns Lohnunternehmer ist es ja wichtig. Wir brauchen genau solche Betriebe, wie ihr es seid. Wenn wir solche großen Maschinen, wie wir hier haben, investieren, dann müssen sie auch ausgelastet werden. Und dafür brauchen wir natürlich solche Kunden, solche Betriebe, die ihr seid, die uns als Dienstleister anfordern. Wie siehst du die Zukunft für euren Betrieb? Wird es irgendwann so sein, dass ihr euch all die Maschinen selber kaufen werdet, weil ihr größer werdet, oder werdet ihr euch sonst betrieblich vergrößern? Wir haben in andere Zweige Geld investiert, zum Beispiel Melkroboter und die Biogasanlage, und wollen von dem großen Kapitaleinsatz für Maschinen wegbleiben. Die Kalkulation ist ja auch sehr sportlich. In 6-8 Wochen muss der Kapitaleinsatz wieder eingebracht werden für die Maschine. Wie stellt sich das dar? Wie ist das Verständnis zum Beispiel in der Bevölkerung, wenn mal nachts gedroschen werden muss? Wir haben inzwischen lediglich 20 bis 25 Erntetage im Sommer. In der Zeit muss dieser Mähdrescher, der heute weit über 300.000 Euro kostet, bezahlt werden. Und da ist es ganz klar, dass man eben auch zu späterer oder Nachtzeit ernten muss. Und da hoffen wir immer auf das große Verständnis der Bevölkerung, wenn eben mal am Hause nachts der Mähdrescher arbeitet. Für uns ist immer wichtig, wenn wir weiter in Maschinen investieren, bedarf es ja auch Auslastung. Denn wir können uns diese Maschinen ja auch nur leisten, wenn wir Arbeit für die Maschinen haben, wenn wir Kunden, Landwirte haben, so wie dich. Und darum ist es eben für mich auch, für meine Zukunft wichtig zu wissen, dass ihr in Zukunft als unsere Kunden auf uns zählt. Das muss für beide Seiten planbar sein, und daraus resultiert auch der Erfolg, dass es klappt. Wie ist das Verständnis der Bauernkollegen untereinander? Du musst ja auch ein bisschen hin und her switchen, um jeden zu bedienen. Wie ist da das Verständnis? Ja, das ist eine große Herausforderung für uns, dass wir eben jeden, den wir als Kunden haben, auch gleichwertig behandeln können. Da gibt es auch manchmal Reibereien, das kann man sich gut vorstellen, aber ich glaube, das haben wir gut in den Griff gekriegt in den letzten Jahren. Ich denke auch, dass spätestens beim Erntefest haben wir uns alle wieder vertragen. Genau. Prost.